es ist Zeit, über einen Autoren zu reden. Eigentlich wollte ich mit euch über Susan Cooper reden, weil Susan Cooper, The Darkest Rising Sequence, wahnsinnig tolle Fantasy-Reihe. Und was dann passierte ist, ich war noch so bei meinen Eltern, stehe vor meinem Bücherregal da und denke mir, ach krass, voll gut, dass ich die ganzen Bücher hier habe, wenn ich mal was Gutes lesen möchte. Bestimmt habe ich eine schönere Ausgabe in Berlin. Dachte sie noch. Doch sie hatte keine schöne Edition in Berlin. Also gibt es heute leider keine Susan Cooper. Da müssen wir ein andermal drüber reden. Ich gucke nämlich gerade schon die ganze Zeit, ob es nicht irgendwie echt mal so eine einheitliche, schicke Version gäbe, weil ich habe halt alles durcheinander, wobei ich zwei englische Ausgaben hatte und eine deutsche. Aber irgendwie ist, weiß ich nicht, Bücher verschwinden immer. Ich leihe immer Leuten meinen Krempel mit den Worten, lies unbedingt, das ist total gut, und dann sind die Sachen weg. Naja, es bringt uns aber zu Tonke Tragt. Und Tonke Tragt ist auch mega. Und jetzt fange ich mal an mit Das Geheimnis des siebten Weges. Die alten Menschen, Entschuldigung, die älteren Menschen unter euch erinnern sich vielleicht noch an die gleichnamige Fernsehserie. Im Original hieß sie, ich habe nachgeguckt, auf Niederländisch De Zevensprong. Oder so ähnlich, Entschuldigung, ich kann es nicht aussprechen, ich kann kein Niederländisch. Das heißt auf Deutsch übersetzt Der Siebensprung. Und das ist nämlich auch eine niederländische Autorin. Und ich dachte ja schon so, ja, die Serie war ja schon existent, als ich klein war. Die Serie ist sogar eins älter als ich. Die ist nämlich tatsächlich von 1982. Und in Deutschland wurde sie das allererste Mal ausgestrahlt 1984. So sagt es Wikipedia. Ich weiß nur, dass alle Leute, die ich kannte, die Serie hart gefeiert haben. Und die war wohl relativ kultig, so ähnlich wie das mit der Märchenbraut und dem Zauberraben und so. Es hatte wohl seinen eigenen Charme. Ich weiß aber nicht, ob es den Zahn der Zeit hier jetzt überdauert hat. So, ne? Aber falls man es gucken will, kann man es gucken. Fernsehen. Muss man nicht selber lesen. Weil selber lesen ist überbewertet. Hier geht es jedenfalls um Fantasy, die in der Regel auskommt ohne ein nennenswertes Love Interest. In dem Fall geht es um einen Lehrer, der irgendwie spannende Geschichten erzählt und dann einen hochmysteriösen Brief bekommt. Und dann wird alles ganz aufregend, weil er als Privatlehrer zu so einem Grafen soll und klassische Fantasy. Ich muss zugeben, es ist sehr lange her, dass ich das gelesen habe, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass da irgendwie irgendwas mit oh mein Gott, liebt er mich, eine Rolle spielen würde. Ich würde behaupten, es ist klassische Fantasy für Kinder. Als ich so 12 war oder so, wusste ich, wenn Sachen aus dem Verlag kommen, will ich sie lesen und haben. Das war für mich immer der Garant, dass wenn es Fantasy ist, es mich auch ordentlich wegrockt. Also da stehen dann ja immer so Listen und dann habe ich immer angemalt, welche Bücher ich schon habe, welche ich mir noch wünsche. Und ich stelle gerade fest, dass ich offensichtlich nicht sehr fein gearbeitet habe, denn 4 von den Büchern, die hier nicht angemalt sind, hatte ich trotzdem. Naja, vielleicht habe ich die einfach danach bekommen. Aber das war echt immer, ich wusste so, boah, schenkt mir ein Buch aus dem Verlag, die habe ich schon. Und dann war ich glücklich. Große Liebe hier. Und oh, hat sich etwa das Buch in meiner Hand verändert? Habe ich jetzt etwa die Türme des Februar in meiner Hand? Die Türme des Februar ist bis heute, ich habe auch mal im Internet geguckt, ob ich irgendwie dumm bin oder ob das wirklich so schwer zu verstehen ist oder ob es an der Übersetzung liegt oder wie auch immer. Ich kann ja kein Niederländisch, das heißt, ich lese die in der Übersetzung. Übersetzt hat es Lieselin. Oh, was ein schöner Name. Und das Ganze heißt im Original The Torrens von Februari. Also ich würde sagen, das heißt auch die Türme des Februar. Ich vermute mal, das ist relativ nah übersetzt. Das Ganze ist von 1973. Und irgendwie weiß einer dann ein Wort, das die anderen nicht wissen. Und dann kann er nämlich in den Schaltjahren an einen Ort kommen, wo es hochmysteriös ist. Also es geht halt irgendwie um ein Wort, das einer weiß, das die anderen nicht wissen. Und dann kann er nämlich das Geheimnis des 30. Februar ergründen und landet an so einem Sandplatz. Und dann sind da Menschen, die ihm helfen wollen. Und es ist alles ganz furchtbar aufregend und nichts Genaues weiß man nicht. Und das Ganze wurde verkauft als anonymes Tagebuch mit Fußnoten von Tonke Tragt. Ich habe das letzte Mal gelesen vor 2 Jahren, weil ich dieses Wort rausfinden möchte. Ich möchte auch dahin, wo der ist. Ich möchte auch gucken, wie das da so ist. Ich will auch mal aus der Zeit fallen. Und wenn ihr es gelesen habt und ihr kennt das Wort, sagt es mir doch bitte. Ich habe im Internet gesucht, ob es an der Übersetzung liegt. Ich habe wirklich mir mein Hirn zermartert. Ich habe jede Seite aufmerksam gelesen und Fußnoten gemacht.
Ich verstehe es nicht. Also, und es soll offensichtlich sein, aber... Also hier, ein Buch, das mich bis heute verfolgt, immer wenn der Februar naht. Stilistisch ist das Ganze tatsächlich auch in Tagebuchform gehalten, sprich erster Teil, wer bin ich, 30. Februar bis 23. März ohne Jahreszahl. Und das Coole ist halt wirklich, Tonke Trag schreibt auch so, hätte man mir jetzt gesagt, das Buch ist neu raus seit 2 Tagen, ich hätte es geglaubt. So, das ist nämlich genau die Sache. Tonke Trag schafft es, was nicht so viele Leute unbedingt können, nämlich Bücher schreiben, die die Zeit perfekt überdauern und die mit der Zeit gut altern. Also die Bücher haben sich echt extrem gehalten. Wie gesagt, ich weiß nicht so genau, was mit der Serie ist. Ich kann ja mal reingucken. Aber ich glaube, die hat sich nicht so gut gehalten. Aber das ist wirklich unfassbar, weil diese Bücher könnten niegelnagelneu sein. Ich wusste, dass ich das Video hier mache, habe ich nachgeschaut, von wann tatsächlich die anderen Bücher von ihr sind, die ich so unfassbar mag. Und da stand dann das von 1962. Und da habe ich schon irgendwie so, wie alt ist Tonke Trag bitte und wieso und wü und wupp. Aber eins nach dem anderen. Türme des Februar. Mysteriöses Tagebuch, mysteriöses Dasein, mysteriöser Strand, mysteriöse Worte. Dann hat sie aber noch was geschrieben, das können die jungen und ewig jungen Menschen unter euch auch kennen, nämlich Der wilde Wald und der Brief für den König im Original. Es ist echt bitter, wenn ich Niederländisch versuche auszusprechen, aber hey, ich gebe mir Mühe. The Brief for the Koning ist das da wohl. Und Geheimen Fad het wilde Wut. Das Geheimnis des wilden Waldes. Das sind jedenfalls die beiden Bücher, die von Tiwuri handeln. Und da gab es auch eine Netflix-Verfilmung jetzt, die ich richtig, richtig großartig fand und durchgezogen habe. Auch wenn sie für mich gefühlt nicht so 100% viel zu tun hat in der Atmosphäre mit den Büchern. Das liegt aber daran, finde ich, dass Netflix grundsätzlich eher so in die düstere Ecke geht und ein bisschen satter und schwerer oft einfach ist und 50 Meter Ebenen und bla. Und ich habe die beiden Bücher wirklich, die liebe ich sehr. Ich habe den Wilden Wald natürlich verliehen. Ich weiß nicht mal mehr an wen. Naja. Zurück zu Tiwuri. Tiwuri will Ritter werden. Tiwuri muss dafür ein paar Dinge überstehen und so weiter, muss sich an Regeln halten. Dann ist die Nacht, in der er da so rumwarten muss. Das ist jetzt auch kein Spoiler, weil das passiert halt alles auf den ersten Seiten. Und vermutlich auch auf dem Klappentext. Ja, auch auf dem Klappentext. Also er wartet auf seinen Ritterschlag und dann klopft es. Und dann ist dann so ein Typ vor der Tür und sagt, der Brief muss für den König und alle anderen. Das ist ein Test! Mach nicht auf! Und stellen sich halt übelst an, weil wir müssen noch den Regeln folgen. Und Juri sagt so, nee, aber das geht nicht, dann falle ich halt durch, nimmt der Brief und macht sich auf den Weg zum König. Das Ding ist, wirklich klassisch Abenteuer-Fantasy-Kind. Juri muss nicht den König retten. Juri muss nicht, weiß ich nicht, 5 Drachen den Kopf abschlagen. Was Juri machen muss, ist von A nach B kommen. Er wird dabei verfolgt, er erlebt dabei ganz spannende Sachen. Das ist aber sein Hauptjob, von A nach B kommen. Und das, finde ich, ist jetzt auch wieder ein bisschen cool, weil halt nicht die Hauptlast des kompletten Tragödie da irgendwie auf ihm liegt. Ich muss mal gucken, ob denn ich am Ende doch irgendjemand heiratet und ich gar nicht recht hatte mit, bestimmt ist der verliebt in die Tochter vom König oder so und ich habe es wieder überlesen. Geht euch das auch so, dass wenn ihr einen Aspekt von einem Buch sehr, sehr mögt, ein anderer ist euch egal, dann ist der, der so egal ist, der fällt halt einfach hinten runter und es ist, als hätte er nie passiert, als hätte er nie existiert. Das ist ein bisschen mein Ding. Ich guck mal eben, ob Tiwuri eine Königstochter kennenlernen will, im biblischen Sinne. Also, es sieht so aus, als gäbe es kein Love Interest. Ich habe extra gerade nochmal nachgeschaut. Ich habe nicht das ganze Buch gelesen, ich habe das Internet gefragt. Aber auf jeden Fall scheint Liebe da definitiv nicht ein Motivator zu sein, um irgendwas zu machen, sondern nur die Treue zum König. Und das Internet sagt, dass es eine mittelalterliche Alternativ-Fantasy-Welt ist. Das ergibt auch total Sinn. Für mich war das nur komplett ausgelagert von Mittelalter, weil ich mit Mittelalter halt andere Sachen irgendwie verbinde und nicht, dass Kinder irgendwie auch nur irgendwas selbstständig... Ach nee, der ist schon 16, der ist ja gar kein Kind mehr. Bei Romeo und Julia, da wäre er schon seit 3 Jahren tot. Ja, ich stelle gerade fest, dass meine Denke Lücken hat. Tonke Trag, sehr solide Fantasy-Geschichten.
wenn man jung ist und dringend Bücher lesen möchte und gar nicht weiß, worauf man Bock hat und einem irgendwas gefallen hat, mit diesen Farben, macht es wie ich. Es hat mich nicht ein Buch enttäuscht. Ich habe damals echt, ich war sehr verliebt in den Verlag. Ich war grundsätzlich gerne und oft verliebt. Ich war auch in den Schlumpf verliebt mit der Tätowierung. Und in Alf. Und in den Ninja Turtle mit der lilanen Augenbinde. Ja, aber das sind alles andere Themen, die wir vielleicht nicht tiefer erörtern sollten. Lest Bücher von Tonke Trakt. Verratet mir das Wort. Und lasst uns zusammen das Geheimnis des 30. Februars erkunden. Und lest all die anderen Dinge. All die anderen Dinge. Ein Buch von Tonke Trakt muss ich euch unbedingt ans Herz legen. Das habe ich erst geschenkt bekommen vor einem Jahr oder so. Wilde Collage mit einem Text dazu. Das Buch ist auch so groß. So groß ist das Buch. Ich habe mich extrem gefreut, als ich es geschenkt bekommen habe und habe das auch 2 Tage hintereinander im Bett abends mit mir gehabt, um es zu streicheln und um mir wirklich einfach diese Bilder anzugucken und mich in den Bildern zu verlieren. Entweder ist das für so sehr erwachsene Teenager, die schon eins weiter sind, gefühlt. Also so, wie es auch war, ne? Dieses, nein, das kann mir alles nichts mehr geben. Man gebe mir den Urfaust. Oder aber für Leute meines Alters. Also, wir fassen zusammen. Junge Menschen, den wilden Wald schenken. Leuten, die mir das Wort geben können, auch wenn sie 100 sind, die Türme des Februars schenken. Und allen Leuten, die Katzen mögen und schöne Bilder mögen und gerne schöne Sachen haben. Also, es gibt ja so welche, ne? Die legen extrem viel Wert auf Ästhetik und so. Den Leuten schenkt man das da. Und auch nochmal Dankeschön an Marion für Schenken. Ha, Marion lernt ihr demnächst kennen. Wir wollten eigentlich heute zusammen ein Video aufnehmen. Jetzt wisst ihr Bescheid über Tonke Trakt. Ich wünsche euch viel Freude damit. Habt ihr Fragen, haut sie raus. Nächste Woche reden wir über, habe ich schon vorbereitet, den kleinen Vampir. Und danach wenden wir uns wieder den Erwachsenenbüchern zu. Ich freue mich drauf. Auf Wiedersehen. Mua.